Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der QSOFU Web Tipps. Ja, heute mal wieder mit drei Themen, die ich für euch vorbereitet habe. Einmal fangen wir jetzt an mit Anonymität bzw. mit Fake-Namen. Ja, es gibt eine Seite, die nennt sich fakenamegenerator.com. Und das Besondere daran ist, dass ihr eben Namen nach bestimmten Merkmalen auch generieren könnt und die durchaus sogar Sinn machen. Wir können das Ganze mal simulieren. Wir sagen, okay, wir wollen jetzt mal hier eine männliche Person und die soll zum Beispiel mal deutsch sein. Mal deutschen Namen und Land natürlich auch Deutschland, um einfach mal zu sehen, was spuckt er mir hier aus. Thomas Meyer. So, und jetzt hat man hier, das Lustige daran ist, wir haben jetzt hier auch noch weitere Fake-Informationen. Das heißt also, sollte man irgendwo mal einen Account brauchen, aus irgendeinem Grund, wo man einfach mal irgendwelche Fake-Daten braucht, um sich dort anmelden zu können, wie auch immer, dann kann man das hierher nehmen und kann sich hier was generieren lassen. Zum Beispiel haben wir hier gleich Friedrichstraße 85 in 40593 Düsseldorf. Benrath, wo auch immer Düsseldorf Benrath liegt, ist auch egal. Und der Typ heißt halt Thomas Meyer. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Generieren gehe, ich sage, ach Mensch, also der Thomas Meyer, dann generiert er mir gleich noch eine neue Identität. Also es ist nicht nur ein Fake Name Generator, sondern es ist eben eine komplette Fake Identität, die mir praktisch diese Website zur Verfügung stellt. Und jetzt sehen wir hier gleich Thomas Baumgärtner. Und der ist in Altenberg, wohnt der, und Knesenbeckstraße 4. Und wir haben auch gleich eine Telefonnummer, die wir mit reinpasten können und. Das ist natürlich recht praktisch. Hier haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Wegwerf-E-Mail-Adresse mit zu benutzen. Und natürlich gleich Benutzername, Passwort, alles mögliche, Finanzdaten, irgendwelche, zum Beispiel ein Unternehmen, also bei dem derjenige angestellt ist. Gut, das ist jetzt nicht so ganz deutsch, sag ich mal, das könnte man vielleicht noch ein bisschen verbessern, aber ihr seht, worauf das Ganze hinausläuft, und das kann man eben halt für Testaccounts verwenden oder eben halt, also es gibt oftmals Sachen, wo man einfach mal was ausprobieren möchte und da vielleicht nicht seine normale Identität eingeben möchte, dann kann man das auch machen oder zwei Accounts betreiben möchte, wie auch immer. Und dafür ist es natürlich ideal. Wir können natürlich noch mal ein bisschen mehr einstellen, zum Beispiel hier. Und das ist natürlich auch ganz lustig. Und das Alter auch noch. Das ist natürlich auch interessant, weil ja, Leute, die jetzt, sag ich mal, in dem Alter sind, wie ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ein bisschen grob hier einstellen, in dem Alter, sag ich mal, sind, und die haben natürlich ganz andere Namen, ist ja klar. Also da kann man dann auch mal, man kann das natürlich jetzt hier auch generieren, Deutsch, so, Land, tun wir natürlich auch erstmal Deutschland. Das interessiert einen natürlich erstmal mehr, was da rauskommt. Jürgen Kappel, also in Jürgen, da tue ich mir so ein bisschen schwer, weil vielleicht ist es wieder in, ich weiß es nicht. 28, okay, ich hätte das ein bisschen weiter runtersetzen sollen. So, das ist dann schon eher, ich war ein bisschen großzügig. Dennis, ja, okay, Dennis passt noch eher, das passt auf jeden Fall. Lass mal noch ein paar generieren. Niklas passt auch auf jeden Fall, Max ist auch gängig. Mike auch, Marco, Klaus, also mir ist noch kein Klaus in dem Altersspektrum über den Weg gelaufen. Sven passt definitiv, Jan passt auch. Also ihr seht, das ist recht, recht cool, Erik passt auch. Also man kann hier dann natürlich auch dem Alter entsprechend Sachen einstellen, und da hat jemand wirklich mitgedacht. Jetzt sagen wir mal, wir wollen hier einfach mal einen dänischen Namen haben und gehen ja auch mal auf Dänemark, der Einfachheit halber. Karl, aha. Noah. Und ihr seht ja hier, dass auch gleich der Nachname mit angepasst wird, die Adresse. Also das ist wirklich richtig genial. Ich verwende es, wie gesagt, gerne, wenn ich irgendwelche Test-Accounts erstelle. Sei es jetzt bei irgendwelchen Social Networks oder sei es vielleicht auch mal auf der eigenen Website, im eigenen Forum,
um einfach mal was auszuprobieren. Da ist sowas natürlich ideal oder für Testumgebungen. Also ich habe im IT-Bereich öfters mal den Fall, wenn es jetzt um Testumgebungen geht, dass man in so einer Demo-Umgebung natürlich auch Benutzer anlegen möchte. Und da gibt es halt Firmen, die nehmen da irgendwas, was keinen Sinn macht. Aber leichter zu merken oder leichter die Leute zu identifizieren ist es doch, wenn man einen richtigen Namen wählt. Also wenn man dann sagt, okay, der Tobias Lind, vor allem bei Schulungen, stellt da mal die und die Berechtigung ein oder so, oder beim Dennis, was weiß ich, was das vorhin war, und da ist es natürlich eine recht coole Geschichte und da kann man diesen Fake Name Generator definitiv für verwenden. So, kommen wir jetzt nun zum Dialekte-Quiz von Spiegel Online. Das ist ganz interessant, das kennt vielleicht schon der ein oder andere. Ich habe gedacht, ich nehme es trotzdem nochmal mit in den Webtipp rein. Ja, Felix und ich, wir haben das mal vor geraumer Zeit mal ausprobiert und haben gemerkt, hoppla, das ist ja teilweise trotzdem ganz schön Unterschiede, obwohl ich jetzt nicht so der Dialekte-Mensch bin. Also ich versuche trotzdem relativ wenig Dialekt zu sprechen, aber es kommt halt manchmal trotzdem durch und zumindest Felix ist der Meinung, dass man das durchaus hören kann. Aber ich sag mal so, wenn man aus Franken kommt, man hört das halt einfach schon. Allein das R bei uns ist halt sehr markant und das fällt halt auf. Ja, nichtsdestotrotz, wir machen das jetzt mal durch. Ihr könnt das natürlich parallel mitmachen oder einfach nur gucken, was ihr vielleicht angekreuzt hättet. Wäre natürlich cool, wenn ihr mal eure Ergebnisse, die am Ende eingeblendet werden, dann vielleicht mal in die Kommentare postet. Würde mich jetzt persönlich mal interessieren, wo unsere Zuschauer zumindest dialektmäßig herkommen. Könnt natürlich auch noch ungefähr den Ort hinschreiben, damit man sieht, wie nah das Ganze denn wirklich dran ist. Gut. Bezeichnung für Frühstück am Arbeitsplatz. Ja, das ist bei uns wahrscheinlich eher so die Brotzeit. Ich sage aber trotzdem Frühstückspause. Die Paprika. Wer sagt denn der Paprika oder die Paprikaschote? Nee, so genau sind wir dann doch nicht. Die Paprika einfach nur. Pfannkuchen ist bei uns eigentlich eher so das Omelett. Also viele sagen das hier, ist einfach so. Okay, das ist dieses, ist so ein, ja, Lebkuchenmännchen, Lebkuchenmann. Ja, würde ich sagen, Lebkuchenmann. Ich sage sehr oft Frikadelle, aber das ist bei uns eigentlich nicht üblich. Also ich glaube, bei uns ist es eher so der Hackkloß. Ne? Ja, Hackkloß, ja, Hack. Ist Hack. So. Wenn mehrere Personen sich auf der Straße, im Büro etc. zusammenstehen und über alltägliches Blablabla reden, das ist bei uns Ratschen, ja doch. Bezeichnen wir, ja, das sind die Schlappen bei uns. Interessant auch die Uhrzeit. Allein nur damals die Diskussion zwischen Felix und mir, dass halt eben bei denen wird das halt meistens so Viertel nach. Ne? Das ist ja auch das Gängigste in Deutschland, sag ich mal. Teilweise ja auch in manchen Teilen von Bayern, die würden da auch nicht durchblicken, wenn ich jetzt sagen würde, wir sagen also Viertel elf, aber die meisten sagen eben Viertel nach oder Viertel vor. Das ist bei uns Dreiviertel. Deswegen ganz interessante Geschichte. Aber die meisten verstehen es auch. Also das war jetzt nicht. Es gibt leider keine Anekdoten, wo Felix und ich zum Beispiel als Projektleiter uns da nicht verstanden haben. Sonst hätte ich die jetzt erzählt, aber gibt's leider nicht. Also, dass wir da irgendwann mal zeitlich, terminlich nicht zusammengekommen sind, weil der eine so gesagt hat und der andere das nicht verstanden. Leider nicht, wäre aber ganz lustig gewesen, da jetzt was zu erzählen. Also ist es bei uns, wie gesagt, Viertel elf. Bezeichnung Silvesternacht. Ja, gesundes Neues, ne? Also gesundes Neues in dem Fall. Eine Steinschleuder ist bei uns eine Zwistel. Ja, das ist immer noch ein Sessel bei uns. Und Schularbeiten, Schulprüfungen, das ist so eine Diskussion für sich, weil aus meiner Sicht stecken da ganz andere Sachen dahinter. Eine Abfrage ist was anderes, wie eine Abfrage wäre bei uns generell mündlich, also zumindest in meinem Verständnis. Wenn eine Abfrage stattfindet, dann ist die Abfrage mündlich. Da brauche ich nicht dazu zu sagen, eine mündliche Abfrage. Bei uns ist eine Abfrage immer mündlich. Egal, eine Klausur, das hängt dann auch sehr vom Schulzweig ab. Also ob ich jetzt in einer Grundschule bin, ob ich jetzt in der Haupt- oder in der Mittel, heißt es ja jetzt, glaube ich, Schule oder irgendwo in der Realschule oder Gymnasium bin. Im Gymnasium eher Klausur, vielleicht in
in der Hauptschule vielleicht eher eine Arbeit oder keine Ahnung. Also bei mir war es Schulaufgabe. Also das ist irgendwie eine Prüfung, ist eine Prüfung. Eine Prüfung ist was, wenn ich irgendeinen Abschluss damit erreichen will, eine Abschlussprüfung oder eine Zwischenprüfung. Aber eine Prüfung ist bei uns nicht eine Klassenarbeit oder eine Schulaufgabe oder so. Klassenarbeit ist bei mir in meinem Verständnis nicht mal so, dass das jetzt irgendwie schriftlich fixiert ist, sondern einfach, ja, die Klasse hat da was ausgearbeitet. Und also das ist irgendwie, ich weiß nicht, dieses ganze Ding da, die Frage, finde ich, die hinkt irgendwie hinten und vorne. Aber ich sag da jetzt mal Schulaufgabe. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch heißt. Also ist irgendwie strange. Bezeichnung für Schluckauf gegenüber Kindern, das ist Schluckauf, also ich wüsste jetzt nicht. Bezeichnung für einen kleinen Nagel, breiten, bla bla bla, das ist bei uns eine Reißzwecke oder Reißnagel, könnte man auch sagen, aber also die jungen Leute, sag ich mal, die sagen Reißzwecke oder Reißnagel? Ne, also ich sag Reißzwecke. Geldbeutel, definitiv. Geldtasche, Geldbörse, Brieftasche. Aha, Brieftaschen. Brieftaschen. Geld. Was? Geldsack? Okay. Ja, also gut. Wer sagt denn Geldsack? Ein Geldsack. Interessant, was da vorgeschlagen wird. Oder wollen Sie irgendwelche Trolle rausfiltern? Keine Ahnung. Geldbeutel ist es bei uns. Langweilig ist langweilig. Kartoffelbrei ist bei uns eher der Stampf. Aussprache: Haben wir noch eine Milch im Haus? Würde ich sagen, haben nicht, ham, würde ich jetzt sagen. Das ist die 15, die 15. Das ist ein Mäppchen. Ein Feder, was? Nee, Federpenal. Was? Nee. Aussprache, das weiß ich auch nicht. Das würde ich sagen. Ja. Oder nee, das würde ich sagen. Bezeichnung für abgeschnittenes Anfangs- und Endstück eines Brotes. Wer sitzt am Frühstückstisch und sagt, reich mir mal das Ranft, ne? Oder das Ränftchen oder Raftel, was? Ranke, Knorze, reich mir doch mal die Knorze vom Brot. Wer sagt denn das? Nee, also ich würde sagen, das ist das Ende. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass die Münchner, glaube ich, Scherzerl sagen. Also hier ist es ja auch, aber bei uns hier, keine Ahnung. Also die Frage habe ich mir noch nicht gestellt, was bei uns da dazu gesagt wird. 10-Cent-Stück, das ist ein Zehnerler. Zehnerler, da, Zehnerler. So. Alter, das sind wir jetzt bei. Ja, manche schätzen mich ein bisschen älter ein. Habe ich zumindest schon gehört. Nein, bin ich nicht. Auch wenn ich mich manchmal so alt fühle, aber so alt bin ich dann doch noch nicht. Gut, und von der Einschätzung her liegen wir jetzt nicht mal so ganz, ganz falsch. Also Hof, Markt, Redwitz, Kulmbach, dann doch noch nicht so, wo es eigentlich sein sollte. Ne? Also, aber wie gesagt, bei mir ist es sowieso so ein bisschen verkorkst, dadurch, dass eben die Verwandtschaft aus zig Ecken kommt und ich ja durchaus versuche, möglichst wenig Dialekt, auch wenn es nicht unmöglich, also wenn, auch wenn man was hört, weil gerade wenn ich zum Beispiel schnell rede oder so, dann, ja, dann ist es nicht so einfach, das zu unterdrücken. Aber ja, Mensch, Coburg, das wäre doch so schön gewesen, wenn zumindest die Nähe von Coburg erreicht worden wäre. Aber Kulmbach ist ja trotzdem ein ganzes Stück weg. Ja gut, würde mich mal interessieren, was bei euch so rausgekommen ist. Postet das doch mal bitte in die Kommentare. Und ja, kommen wir nun zu unserem nächsten Thema. Das nächste und auch letzte Thema ist ein YouTube-Channel, der mir recht positiv aufgefallen ist. Ja, er ist jetzt noch nicht so prall gefüllt, er ist aber durchaus mit lustigen Content gefüllt. Und leider Gottes ist das Format im Moment auf Eis, aber vielleicht wird es ja mal wieder was und vielleicht wird da weiter was produziert. Der Kanal hat derzeit 330 Abonnenten. Vielleicht, wenn ihr da auch mal ein Abo rüberschieben könntet, wäre vielleicht ganz lustig. Oder auch mal ein Kommentar. Mensch, ich bin durch die Webtipps auf den Kanal aufmerksam gemacht worden.
wäre ganz nett von euch. Und im Wesentlichen geht es darum, dass der Nils, der hier auch im Kanalbild zu sehen ist, ja, zum ersten Mal in seinem Leben mehr oder weniger an der Xbox zockt, und zwar Watch Dogs. Und der Nils ist über 50 und ist so ein echt cooler Typ. Aber das Problem ist eben, vom Gaming hat er jetzt nicht so viel Ahnung. Und aber er kann mit den Situationen trotzdem relativ lustig umgehen. Deswegen würde ich sagen, Mats ab und bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO4U. Das ist ja ein Spiel, Kinders. Und so vertreibt ihr euch den Feierabend, oder was? Ja, hallo! Leck mich am Arsch! Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin der Nils, ich bin 53 Jahre alt, ich komme aus Hamburg und ich bin ab heute euer Gaming-OP. Ja, um es gleich vorwegzunehmen, ich finde Gaming scheiße. Warum tue ich mir das an? Ich bin nun mal der Auffassung, dass man nicht sowas wie ein Konsolenabitur braucht, um hier so ein paar uniformierten Schergen aus dem düsteren Chicago so ein bisschen die Fäkalien aus dem Darm zu treten. Das heißt, ich zeige euch heute mal, wo Bartel den Most holt. Heute geht das um Watch Dogs und ich sage es gleich vorweg, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gespielt. Ich bin von vornherein schon so ein bisschen irritiert, wer sich so ein Teil hier ausgedacht hat. Da sind ja fast mehr Knöpfe dran, als ich Finger an der Hand habe. Aber okay, das kriegen wir bestimmt hin. Also bis jetzt gibt mir das unglaublich locker von der Hand. Irgendwie haben sie meine Nichte entführt, die muss ich irgendwie befreien. Was schon mal vom Kontext blöde ist, ich bin nämlich überhaupt nicht so der Familientyp. Das ist ja wie früher bei Atari und Commodore, da hat sich ja nicht viel geändert. Das dauert ja, da wächst einem ja hier der Efeu um die Knöchel, bis das hier mal verauha. Ich habe so ein Handy für 1990 und erschreckt mich auch jedes Mal, wenn das Ding überhaupt klingelt. Ich gehe auch meistens nicht ran. Schon leicht feuchte Hände, muss ich ja zugeben. Nicht, dass mir das Ding hier noch abglitscht. Ich folter gerade ein. B, um einen Gegner niederzuschlagen. Ja, das machen wir doch glatt. Wo ist denn das verdammte B? Wow, 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 wow. So geht Schläge, mein Lieber. Jordi? Ich kenne nur Jordi LaForge. Mission gescheitert? Ja, hallo! Was heißt denn hier Mission gescheitert? Bin doch nur einmal hier auf die Europalette rauf. Ja, Kinders, geht's noch. Da ist ja sowas wie Winzer, also das ist so meine Welt, ja, weißt du, wenn so Nachrichten kommen wie im September Wetterkarte, Nachtfrost, ihre besten Reben sind eingegangen oder hier zwei Penner haben sich in ihre Kellerei eingeschlichen, ihren besten Trollinger weggesoffen und 2400 Flaschen zerdeppert, ja, da kommen Gefühle hoch, also okay, Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Wo muss ich denn hin? Hier leckt die Kuh am Arsch. Wo muss ich denn hin? Himmel, Arsch und Zwirn. Nee, mehr rechts geht nicht. Ich bin so weit rechts. Ich komme ja links schon wieder raus. Das ist echt ein Spiel für Darkroom-Freier. Das kann doch nicht angehen, Alter. Da hätte ich ja auch ins Domina-Studio gehen können. Was ist denn los hier? Kinders! Herrgott, noch eins! Ja, geht's noch? Das macht mich wahnsinnig. Ah! So, Y.